Freunde, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen persönlichen Hip-Hop-Format. Zuallererst möchte ich klarstellen, dass ich kein Hip-Hop-Journalist bin und das alles meine persönliche Meinung ist. Also jetzt kommen die kleinen und sagen mir halt. Beginnen wir mit den News. Alias hat angekündigt, mit dem Punchline-Boss-Kollege nun am Titeltrack für sein am 25.03. erscheinendes Album Euphoria zu arbeiten. Ich bin gespannt, was die beiden Punchline-Maschinen da Feines für uns gezaubert haben. Onkel Pillow is back. Nachdem sein Partner in Crime Snagger mit seinem nächsten Solo-Debüt Snagger Fick Deutschland 2 an den Start gekommen ist, kommt Pillard nun am 26.02. mit Onkel Pillow zurück. Witzige Punchline und sogar diesmal etwas Inhalt, auf den wir uns freuen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf Pillards erstes Solo-Debüt, Onkel Pillow. Auf die Fresse fertig los ist das Intro aus seinem am 22. April erscheinenden Album Schwermetall. Ich persönlich habe diesen Track sehr gefeiert. Fette Punchlines mit Ruhrpott-Slang. Finde ich ziemlich nice. Das Video zu Auf die Fresse fertig los wurde auf dem Channel der 187-Bande hochgeladen, was in der Szene ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Die 187-Jungs erklärten jedoch gleich, dass Peders nicht Mitglied der Bande sei. Kleine Info am Rande, produziert wurde der Track von Raf Camora, Abbas und den Steroids. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses neue Format. Schreibt es uns in die Kommentare, teilt uns eure Meinung mit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch. Do it! Oder abonniert unseren Channel, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Ich würde sagen, wir sind raus. Wir sehen uns nächsten Freitag und bis zum nächsten Mal.